Moin und schön, dass du wieder dabei bist zu einer neuen Folge mit der Sauerländer Barbecue. Wir machen heute einen leckeren McRib-Topf und wenn du wissen möchtest, wie man den macht, dann bleibst du am besten dran und guckst das Video bis zum Schluss. Und solltest du noch kein Abonnent dieses Kanals sein, dann klick gerne unten auf Abonnieren und abonnier den Kanal und vergiss auch nicht die Glocke zu aktivieren, denn dann verpasst du auch nichts mehr, wenn es etwas Neues gibt. Und während unsere Kohlen jetzt durchglühen, würde ich sagen, fangen wir mal mit der Schnibbelei an. Und auch in diesem Rezept gibt es natürlich wieder ein bisschen was zu schnibbeln. Und da habe ich mir gedacht, wir haben es lange nicht gesehen, deswegen beginnen wir mit ein paar roten Zwiebeln. Und diese rote Zwiebeln, die müsst ihr als erstes mal von ihrer Haut entfernen und anschließend einfach nur in Ringe schneiden. Und da dies der einzige Kanal mit der echten, wahren Zwiebelliebe ist, könnt ihr das natürlich wie immer unten in die Kommentare reinkloppen. Ich würde mich auf jeden Fall freuen. Und weil mir das bisschen mit den Zwiebeln noch nicht gereicht hat, kommt jetzt noch eine Aufnahme. Ihr wollt es doch auch, ich merke das doch immer. Ihr seid ganz heiß darauf, möglichst viele Zwiebeln zu sehen. Und bei 50.000 Abonnenten, versprochen, da sehen wir einiges an Zwiebeln. Aber genau diese Zwiebeln, die kommen jetzt erstmal zur Seite und dann brauchen wir solche Gürkchen aus dem Glas. Ja, und diese Gürkchen aus dem Glas, die werden einfach in Scheiben geschnitten. Ihr könnt die natürlich auch schon in Scheiben kaufen, aber ja, ihr könnt euch natürlich auch mal eben die Mühe machen und selbst ein paar Gürkchen in Scheiben schneiden. Und nachdem diese Gürkchen dann auch zur Seite gekommen sind, kommt es zum letzten, was in diesen McRib-Topf reinkommt, nämlich Kartoffeln. Ich habe erst überlegt, okay, machst du das irgendwie mit Brot oder so? McRib halt. Aber dann dachte ich mir, naja, das suppt schon hart durch. Ihr könnt die Kartoffeln im Zweifel für das euer Rezept aber auch weglassen und könnt dann den McRib-Topf als Sandwich machen. Das geht freilich auch. Da sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Jetzt machen wir aber endlich weiter mit dem Dutch Oven und unsere Kohlen in diesem wirklich formschönen Anzündkamin, die sind durchgeglüht und die könnt ihr jetzt auf einer feuerfesten Unterlage verteilen. Wichtig ist, fackelt dabei den Garten nicht ab, deswegen nehmt auf jeden Fall eine feuerfeste Unterlage. Und dann braucht ihr als erstes ein paar mehr Kohlen unten, um anbraten zu können. Ich habe jetzt hinten im Rezept nur die Kohlen für oben und unten zum Garen angegeben, aber wenn ihr gleich das Rezept lest, was am Ende vom Video gibt, dann denkt dran, zum Anbraten ruhig mehr Briketts unter den Dutch Oven packen. Und dieses helle Hackfleisch hier, das ist Hackfleisch vom Schwein. Warum vom Schwein? Wusstet ihr, Fun Fact, dass der McRib bei McDonald's tatsächlich der einzige Burger ist, der aus Schweinefleisch besteht. Und um dem eben gerecht zu werden, machen wir das hier auch und nehmen Hackfleisch vom Schwein. In der Zwischenzeit brauchst du ein bisschen Thymian und das zupfst du einfach ab frisch. Wenn du es nicht frisch hast, kannst du auch TK oder als Gewürzmischung nehmen und dann hackst du das durch. Keine Sorge, da musst du auch nicht so großartig fein bei sein. Es reicht, wenn das ein bisschen gröber ist. Das kocht hinterher sowieso mit ein und den Geschmack gibt es dann eben ans Hackfleisch ab. Und Hackfleisch ist ein gutes Stichwort. Das würzen wir jetzt mit ein wenig Salz, dann natürlich Pfeffer und schlussendlich gleich hinterher noch mit unserem Thymian. Wichtig ist nur, dass du das zwischendurch umrührst. Dann kannst du auch, wenn das Hackfleisch schon einmal ein bisschen braun geworden ist, mal abschmecken, ob da noch ein bisschen Salz dran kam oder nicht. Aber wie immer am Ende nochmal abschmecken, ob es dir denn dann passt, so wie es schmeckt. Ich gebe immer nur grobe Richtwerte und Salz, Pfeffer gebe ich natürlich gar nicht an. Weil der eine mag es mehr salzig, der andere ein bisschen weniger. Dementsprechend fühl dich einfach frei, das so zu machen, wie du magst. Und nun kommt der Dutch Oven von der Hitze runter und du musst das Hackfleisch einmal abschöpfen. Das kann ich dir auch empfehlen, denn wir brauchen den Dutch Oven gleich wieder, um ihn zu befüllen. Und außerdem müssen wir das Hackfleisch, was wir jetzt angebraten haben, ein wenig verfeinern. Und zwar mit einer Barbecue-Soße. Ich habe jetzt die Barbecue-Soße, die Ribs and Burger von den Sizzle Brothers genommen. Schöne Grüße an dieser Stelle. Wenn ihr die noch nicht kennen solltet, wovon ich nicht ausgehe, guckt mal einfach bei denen auf dem Kanal. Aber diese Soße, die ist sehr, sehr, sehr nah dran am Originalrezept von der McRib-Soße von McDoof. Dutch Oven befüllen ist ein gutes Stichwort. Wir haben gelernt, alles schmeckt besser mit Bacon und dementsprechend fangen wir natürlich auch mit Bacon an. Für dich ist das ein Vorteil, wenn unten ein bisschen Bacon drin liegt, denn dann brennt das alles nicht so schnell an und da kommen die Kartoffeln drauf. Achtung!
In diesen Dutch Oven hier müsst ihr eigentlich zwischendurch kaum reingucken. Aber ich lese immer wieder, oh, mir ist das schwarz geworden, was habe ich falsch gemacht? Leute, macht einfach zwischendurch den verdammten Deckel auf und guckt da rein, ob da noch genug Flüssigkeit drin ist. Und wenn da nicht genug Flüssigkeit drin ist, zum Teufel, dann kippt was nach. So. Auf die Kartoffeln kommt jetzt unser leckeres Hackfleisch und dann die sauren Gürkchen. Ihr merkt, das Ganze nimmt schon echt Formen an im Vergleich zu einem McRib. Und nach den Gürkchen kommt gleich wieder Hackfleisch drauf. Also ähnlich wie bei einer Lasagne oder bei Moussaka oder was es da noch so für Schichtmethoden gibt. Und ich kann euch versprechen, auch dieser McRib-Dopf, der wird euch nicht enttäuschen. Das schmeckt wirklich unglaublich lecker. Wenn ihr die Barbecue-Soße jetzt nicht nehmen wollt oder sie nicht im Haus habt, könnt ihr natürlich auch jede Barbecue-Soße nehmen, die euch schmeckt. Schmeckt dann nur nicht ganz so nach McRib. Und jetzt haben wir unsere roten Zwiebeln. Ihr habt sie schon vermisst, nicht wahr? Ja, ich auch. Und die roten Zwiebeln, die werden jetzt selbstverständlich oben auf dem Hackfleisch verteilt. Das schirmt euer Hackfleisch ein bisschen ab und die Zwiebeln werden gleich schön braun, glasig, lecker. Da kann man einfach nichts falsch machen, wenn man ein paar Zwiebeln im Haus hat, oder? Jetzt stellen wir den Dutch Oven wieder auf die Kohlen drauf und dann verteilen wir oben auf dem Dutch Oven ein paar Kohlen. Ich habe es jetzt so gemacht und drunter waren 6, oben drauf sind 8. Das ist ein schöner Richtwert, danach kannst du gehen. Wenn es jetzt ein bisschen windiger ist, mach den Dutch Oven zwischendurch mal ein bisschen auf und schau, aber jetzt erstmal 90 Minuten in Ruhe lassen. Und nach diesen 90 Minuten sieht das Ganze dann so aus. Und ja, ist das nicht geil? Jetzt mal ehrlich, also fällt mir kein anderes Wort für ein. Es ist einfach unglaublich lecker. Ja, also es sieht nicht nur gut aus, es schmeckt auch unglaublich gut. Du kannst dir natürlich für das Original-Feeling dann noch so ein frisches Tüchlein mit dazugeben lassen, wenn du diesen Dopf isst. Und es ist einfach wirklich ein Knaller. Ich kann dir auf jeden Fall empfehlen, dieses Rezept unbedingt mal nachzumachen. Und wenn dir dieses Video gefallen hat, dann würde ich mich wie immer freuen, wenn du mir einen freundlichen Kommentar hinterlässt und wenn du unten auf Abonnieren klickst und mir einen Daumen nach oben schenkst. Das wäre wunderbar. Wenn du noch weitere Rezepte rund um den Dutch Oven suchst, dann kann ich dir unser Dutch Oven Buch ans Herz legen. Da findest du den Link unten in der Videobeschreibung. Übrigens aktuell das erfolgreichste Grillbuch in Deutschland. Vielen, vielen Dank, dass du zugeschaut hast. Ich hoffe, du bleibst mir gewogen. Mach's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss, 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 tschüss.